Ein herzliches Willkommen zur neuen Ausgabe Let's Fab to Dead or Alive Extreme 3 Fortune. Ja, beim letzten Mal war das ein bisschen blöd mit dem Geschenke verteilen, denn das hat nicht so richtig funktioniert, was natürlich daran liegt, dass ich nicht wirklich auswendig wusste, welchem Mädel was gefällt. Jetzt habe ich mir tatsächlich eine Liste erstellt, wo ich die Preferences bzw. die Sachen, die bevorzugt werden von den Mädels, aufgelistet habe. Und das sollte dann eigentlich kein Problem mehr darstellen. Aber noch haben wir hier Hitomi rumliegen, die todmüde ist und gern ins Bett gehen möchte, was wir ihr natürlich nicht erlauben. Gerne. Wir sind Level 5. Ich weiß gar nicht genau, was das Level bringt. Wahrscheinlich schalten wir mehr Sachen frei. So, received gift from Zack. Okay, wir machen jetzt die scheiß Sachen auf. Wieso können wir das eigentlich nicht machen? Ist das alles so teuer oder was? Ich verstehe das nicht so richtig. Egal. So, wir machen das jetzt auf. Ein Mikrofon, toll, ne? Tango-Fan. Na gut, wir sollen ein Instrument kaufen im Owner-Mode. Das können wir gerne machen. Wir haben ja schon eins gekauft, aber jetzt kommt es als Ziel, oder was? Hier gibt's keins. Also im Owner-Shop zumindest nicht. Das heißt, dass wir in den anderen Sports-Shop gehen müssen. Wir können ja erstmal nochmal... Wir können erstmal nochmal den Modus switchen. Nein, Quatsch. Wir können ja auch so ins Casino gehen. Das machen wir nochmal eben. Nochmal ein bisschen Blackjack. Vielleicht klappt es ja diesmal noch besser. So. Place Bet. Euch ein bisschen höher. So. Deal Cards. Und schon verkackt. Ärgerlich. Wir probieren es nochmal. Money isn't everything. Ach du Scheiße, wir haben gerade mal 7. Don't take insurance. So, hit. Hit. Stand. Ich verstehe jetzt nicht, wieso ich verloren habe, weil er mehr hatte, ne, der Penner. Einmal noch. Ach du Scheiße. Risiko oder nicht? So. Stand. Vielleicht haben wir ja jetzt mehr Glück. Jetzt verkackt. Yay! Gut. Damit kann ich leben. Auf Wiedersehen. So, ab ins Bett. Gute Nacht, meine hübsche Prinzessin. Okay, also, wir sind noch im Owner-Mode, genau da will ich auch sein. Wir gehen in den Sports-Shop mal kurz. Ich will nochmal wissen, hier gibt's nur so Accessoires, ne, oder Volleybälle. Ach, hier gibt's auch die Frisuren, die übrigens gar nicht teuer sind. Übertreib, ne. Nee, aber das will ich ja jetzt eh nicht.
Dann gehen wir hier nochmal rein. Instrument sollen wir ja verschenken. Gibt's denn eins? Gift Wrapping. Da gibt's eine goldene Trompete. Sonst nix. Haben wir nicht rein theoretisch noch eins? Moment, ich muss mal kurz überlegen. Wartet. Ich bin gleich soweit. View Belongings. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt überhaupt hier drin habe. Hier habe ich noch den Badeanzug, den keiner haben wollte. Kann ich den eigentlich nochmal einpacken? So, ich probiere jetzt mal was aus. Ich habe mir jetzt nur kurz die Liste im Hintergrund aufgemacht, nicht wundern. Wem könnte das denn gefallen, der Badeanzug dann? Wir probieren es mal hier mit. Wir kaufen das und packen den ein. Und versuchen das ihr zu geben. So, aber das war ja noch nicht alles. Dann müssen wir jetzt noch ein Instrument kaufen. Dann nehmen wir die Trompete und versuchen, die Helena zu geben. Denn bei Helena waren wir ja schon so ein bisschen dabei. Yes. So. Jetzt probieren wir erstmal, da ist Helena. Wieso kann ich das nur Hitomi anbieten, das Geschenk? Wie dumm ist das denn jetzt? Hier kann ich es den beiden anbieten. Komisch. Na gut, dann versuchen wir jetzt erstmal... Moment. Ist das hier mit diesem Momiji? Kann die noch nicht so wirklich... Nee, das ist Kokoro. Hä? Nee, New Tengu ist das. Wollte schon sagen. Nee, die ist gerade nicht nirgendwo zu sehen. Das heißt... Wir können ja mal versuchen, hier Fotos zu machen, während sie gegen die antritt. Das ist doch gut. Sie verliert ihre Klamotten. Nicht schlecht, ne? Das muss man ja ausnutzen. Kameraführung gefällt mir nicht. Guck mal, wie ängstlich sie da steht. Ach, ist das nicht schön? Verdammt, das war nicht so gut. Aber, wie gesagt, sie verliert total ihre Klamotten. Leider nicht komplett. Komplett blank zieht sie hier nicht. Das ist doch super. Da fällt sie gerade runter. Und... Nee, sie hat sich nochmal gerettet. Respekt. Jetzt ist Hitomi runtergeflogen. Schnell, jetzt zu Hitomi. Das Schöne ist, ich kann den ja selber starten, den Battle. Oh Gott. Too much for my eyes. Für meine Augen natürlich, klar. So, jetzt bleiben wir auch mal auf Hitomi. Ah. Und tschüss. Das sieht so geil aus. Oh, gerettet! Und dann doch runtergefallen.
Das ist doch ein schönes Foto. Ready to fab. So, können wir das jetzt machen mit dem Instrument? Ist Helena jetzt irgendwo? Nein, tatsächlich immer noch nicht. Ist diese... Da ist sie doch. Offer gift to Momiji, das wollte ich ja. So, please take it. Das passt doch farblich eigentlich ganz okay. Hi. Ja, bin ich. Bitte nimm es. Oh. Fuck you. Prinzipiell gibt es da nur noch ein Mädel, dem das eventuell gefallen könnte. Und das ist Kasumi. Die hat auch noch eine ähnliche Farbe mit Cherry Pink. Das probieren wir nochmal aus. Wenn sie das nicht haben will, dann ziehen wir den nämlich dann Hitomi an. Und dann fuck it. Da ist sie. Oder warte mal, wir wollen erstmal versuchen, noch unser Ziel zu erreichen. Ist zufällig Helena jetzt irgendwo? Da. Aber sie ist immer nur am Pool und da kann ich irgendwie niemandem ein Geschenk anbieten außer Hitomi. Toll. Vielleicht klappt das ja. Hi. Behalte es. Bitch Slap. Mehr sage ich dazu nicht. Das sind alles verwöhnte Gören. Natürlich kriegen wir wieder ein Geschenk, das ist ja eh klar. So, dann geben wir eh jetzt das Ding. Ach, können wir gar nicht. Scheiße, ich hab den nicht wieder eingepackt, ich Idiot. Send gift to another girl. Ja, das können wir machen. Den zu Helena. So. Wir gehen nochmal ins Casino. Es hat doch beim letzten Mal ganz gut geklappt. Jetzt langsam verstehe ich auch, was wie Blackjack funktioniert. Komm, wir hauen mal jetzt erstmal 5000 rein. Place Bet. Na komm. Und auf geht's. Tja. Ich würde mal sagen, da habe ich gelackt. Komm, direkt nochmal. Zwölf ist zu wenig. Scheiße, und dann kriege ich direkt einen auf den Sack. Einmal geht noch. Wir haben kaum noch Geld, sehe ich gerade. Komm, wir müssen jetzt gewinnen. 18, das ist schon verdammt hoch. Stand. Scheiße, ja, nun. Glücksspiel, ne? Schnell raus aus dem Casino, sonst habe ich gleich gar kein Geld mehr. So. Gute Nacht. Was ist jetzt eigentlich mit Helena? Hat sie das Geschenk bekommen? Jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Wir gehen jetzt erstmal wieder in den Girl-Mode. Nee, Quatsch, ich wollte ja noch was anderes machen. Ich wollte nochmal den Badeanzug einpacken und dann schenke ich den Hitomi. Denn sie mochte den ja offensichtlich. Da. So. Was machen wir jetzt? Gibt es eigentlich noch irgendwas, was ich selber noch gar nicht gemacht habe?
Beach Flag haben wir schon gespielt. So, wir spielen jetzt mal gegen Helena. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel funktioniert. View Controls. So, Start auf X und dann hintereinander X und Diven. Okay. Das gewinnen wir so oder so. I'm too fast. Hast du wundervoll gemacht. Okay. Ja, ich hab ja links. Wahrscheinlich sehe ich das erst dann heute Abend, ob sie das Geschenk auch angenommen hat, oder? Wie muss ich das jetzt betrachten? Was können wir denn dir nochmal kaufen? Du hast ja ein bisschen mehr Geld als ich im Owner-Mode. Teuer. Dann den hast du doch schon, ne? Gibt nicht so wirklich was, was mir richtig gut gefällt. Muss ich gestehen. Aber wir können ja den mal holen. Und der, ich glaube, Newtango Mark Jet Black, ne? Können wir das dann ja schenken? Eventuell. So. Okay, was machen wir denn jetzt nochmal? Wir können uns ja mal eine kleine Herausforderung suchen. Ist hier irgendwer, der schwerer zu schlagen ist? Nicht wieder Beach Flags. Hier können wir Volleyball spielen, will ich aber jetzt auch nicht. Aber was anderes können wir gerade. Doch, hier können wir Poolhopping machen. Aber die sind beide einfach. Ja. Ups, wollte ich nicht. Warte mal. Ich kann eh erstmal versuchen, das Geschenk zu geben. Hä? Wieso zur Hölle hat das jetzt so ein komisches Geschenkpapier? Habe ich nicht Jet Black ausgewählt? Wir probieren es trotzdem. Sie wird es nicht annehmen. Ach scheiße, wieso hat das denn ein anderes Geschenkpapier als... Ich habe doch Jet Black ausgewählt. Toll, jetzt ist sie angepisst. Es hat ja gut geklappt. Ich verstehe die Weiber nicht. Da müssen wir es jetzt nochmal einpacken. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Es war jetzt in Pearl White, glaube ich, eingepackt und nicht in Jet Black. Wieso? Wieso ist der jetzt nicht hier? Toll. So ein Scheiß. Na gut, dann machen wir jetzt noch was anderes. Siehst du auch einfach. Egal, wir haben das ja noch nie gewonnen bis jetzt, Poolhopping. Das heißt, es wäre ja schon mal schön, wenn wir überhaupt mal hier einen Sieg davon tragen würden. Boah, ich dachte schon, ich habe jetzt am Ende nichts mehr gedrückt. Puh. Hat auf jeden Fall mal gut geklappt.
Der Urlaub ist auch schon fast zu Ende, muss man sagen. So viel schaffen tut man nicht, ne? Aber Mission failed. Hat sie es nicht angenommen, oder was? The four-leaf clover has died. Oh, upsala. Tja, schon Pech. Received the gift from Jack. Have received the gift from Helena. Ja, fick dich, Helena, wirklich. Deine Lieblingsfarbe hatte das Instrument? Nicht, okay, hat es nicht tatsächlich. Aber es hat niemand die Lieblingsfarbe Gold oder so. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Owner-Mode und geben Hitomi wenigstens mal ein Geschenk. Gerne, gerne. So bin ich halt. Och, komm. Ich verstehe das nicht. Bei dem Badeanzug wurde mir sogar angezeigt, dass es ihr gefällt. Likes it stand da. So, was soll ich jetzt machen? I wanna keep getting a two pair. Go to the casino and receive a two pair twice while playing poker. Nee, lieber nicht. Die Mission ist scheiße. Poker ist nicht meins. So. Ja, ich bin gerade ein bisschen angenervt. Den Frust müssen wir jetzt im Casino erstmal rausspielen. Ich habe kaum noch Geld, sehe ich gerade. Hit. Stand. Die hat gewonnen, wir haben verloren. Nein, wir haben gewonnen. Weil wir näher dran sind. Nice. Gut. Trotzdem keine Lust mehr. Naja, gut. Das war's auch schon wieder für diese Folge. Und sie war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Das Musikinstrument wollte Helena nicht haben. Die scheint sehr wählerisch zu sein. Typisch Französin. Der Urlaub mit Hitomi neigt sich schon fast dem Ende zu. Wir sind dann jetzt, glaube ich, dann bei Tag 9 von 14. Und so wirklich viel erreicht haben wir, wie gesagt, noch nicht. Aber man muss ja auch erstmal so ein bisschen reinkommen, ne? Spaß hatten wir trotzdem ein bisschen. Wir haben endlich mal Poolhopping gewonnen, das ist ja auch schon mal was. Und ja, vielleicht können wir ja beim nächsten Mal endlich irgendwem was andrehen oder vielleicht mal Hitomi was schenken. Schauen wir mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haltet die Ohren steif.